Television Zwickau. Deine Region im Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Wende her für Max Pechstein. Globus eröffnet die Biergartensaison und Lösungsvorschläge für Bahnhof Werdau. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit Ihnen allen zu Hause ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe von Tag aktuell hier bei Television Zwickau. Neben dem Komponisten Robert Schumann und dem Automobilpionier August Horch gehört der bedeutende Expressionist Max Pechstein, jetzt auch offiziell, zu den Galionsfiguren der Stadt. Wie die anderen beiden berühmten Persönlichkeiten verfügt der in Zwickau geborene Maler seit heute über ein eigenes Museum. 4 Räume in den Kunstsammlungen sind in den letzten Monaten eigens dafür eingerichtet worden. Im Beisein der Enkel und Urenkel des Malers wurde das Max-Pechstein-Museum am Abend feierlich eröffnet. Was lange eine Vision war, ist heute Wirklichkeit. Die Stadt Zwickau hat ihrem hier geborenen Sohn, dem berühmten Expressionisten Max Pechstein, ein eigenes Museum gewidmet. Eingerichtet wurde es im Westflügel der Kunstsammlungen, wo Hildebrand Gurlitt in den 1920er Jahren den Grundstock für die erste umfangreiche Sammlung zeitgenössischer Kunst legte. Seit heute trägt die 100-jährige Einrichtung den Zusatz Max-Pechstein-Museum in ihrem Namen. Das neue Museum im Museum zeigt genau 47 Werke des Brücke-Malers. Die Ausstellung ist die weltweit umfangreichste ihrer Art. Das ist eben wirklich das Besondere, dass wir die gesamte Schaffensphase Pechsteins hier präsentieren können. Die Anfänge, als Pechstein noch ein Junge war, als 14-, 15-Jähriger, mit diesem ersten Versuch der Geierwalli, was er gestaltet hat. Aber dann vor allem auch, wo Pechstein herkam, die kunstgewerblichen Arbeiten. Er hat ja Dekorationsmaler gelernt, war dann an der Kunstgewerbeschule in Dresden, bevor er dann freier Künstler wurde. Das ist alles hier zu sehen im Hauptsaal, die wichtigen Werke, seine Palau-Bilder, die Stillleben, die Fischer-Bilder, die an der Ostsee entstanden sind. Also das ist hier alles eindrucksvoll präsentiert. Und auch in den 2 kleineren Räumen haben wir einmal Pechstein als Porträtmaler. Das ist auch vielleicht den wenigsten bekannt, dass er so viele Porträts gestaltet hat. Und vor allem dann auch dieses ganz farbintensive Spätwerk. Stunden vor der offiziellen Eröffnung hatten die Medien bereits Gelegenheit, die 4 Räume in Augenschein zu nehmen. An der Pressekonferenz nahmen neben Vertretern der Stadt auch die Nachfahren von Max Pechstein teil. Insgesamt 6 Enkel und 3 Urenkel hatten im Vorfeld ihren Besuch angekündigt. Was sie einte, war die Begeisterung für die Präsentation der Werke ihres Groß- und Urgroßvaters. Ja, also wir sind schon ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Also ich kenne diese Räume ja alle schon über viele, viele Jahre und weiß, was hier auch vorher drin war und wie die Räume ausgesehen haben. Und das ist schon gewaltig, was hier an Arbeit geleistet wurde. Man bedenkt jetzt hier in dem großen Raum die Freilegung der Decke. Wenn die Zwickauer das noch in Erinnerung haben, wie das aussah, diese weiße eingezogene Decke, die direkt auf den Fensterstoß ging, das war optisch einfach total daneben. Und als dann die Entscheidung getroffen wurde, wir können die Decke abnehmen und wir haben auch jemanden, der das finanziert, das Ganze. Und die Chance, dass jetzt die Decke freigelegt wird und der Raum natürlich als musealer Raum natürlich viel präsenter ist und viel schöner ist, das ist einfach eine ganz, ganz großartige Sache, muss ich sagen. Und dann farblich auch, nicht? Dieses etwas dunkle Grau, die farbigen Bilder stehen da wunderbar drauf, die Beleuchtung, moderne LED-Beleuchtung, also besser kann es gar nicht sein. Den Traum von einem eigenen Pechstein-Museum gibt es in Zwickau schon lange. Auch die Oberbürgermeisterin sprach von einem wichtigen Ziel in ihrer Amtsperiode. Parallel dazu trug sich die Familie des Künstlers ebenfalls mit diesem Gedanken. Dabei stand eines von Anfang an fest. Wenn ein Max-Pechstein-Museum dann in Zwickau, seinem Geburtsort, man könnte natürlich auch sagen, wir nehmen Dresden, da hat er studiert, wir nehmen Berlin, da hat er gelebt, da ist er gestorben. Aber die enge Beziehung zu Zwickau, er ist hier aufgewachsen, hier sind die Geschwister aufgewachsen, hier ist auch der Sohn Frank von ihm aufgewachsen.
haben wir gesagt, also wenn, dann bitte Zwickau. Und ganz schön wäre natürlich jetzt hier in diesem tollen Museum, was jetzt ja nun gerade 100 Jahre alt wird. Dafür hatte die Familie Pechstein noch ein ganz besonderes Geschenk mit nach Zwickau gebracht. Zur größten Sammlung von Pechstein-Briefen, die die Kunstsammlungen ihr eigen nennen können, sind jetzt noch 100 weitere Schriftstücke hinzugekommen. Ja, also es ist so, dass in der Familie sich ja doch ein ganz Teil an Nachlass erhalten hat und natürlich auch sehr viele private Dinge. Und dazu gehört eben auch Post. Briefe, die Max Pechstein geschrieben hat an seinen ersten Sohn Frank von 1924 bis 1944, sind zusammengenommen ca. 100 Schriftstücke. Das sind also Briefe und Postkarten. Dabei befindet sich auch ein Brief von Martha Pechstein, der zweiten Frau Max Pechsteins, und auch ein Brief von Lotte. Und diese Briefe haben wir jetzt dem Museum hier zum Geschenk gemacht, weil wir der Meinung sind, dass das in ein Museum gehört, dort, wo Forschung betrieben wird. Und ich denke, das ist hier der richtige Ort. Und an diesem Ort können die Zwickauer am Wochenende den dritten großen Sohn der Stadt feiern. Morgen um 13 Uhr heißt es, Pechstein kommt. Um 15 Uhr führt Alexander Pechstein durch die neuen Räume und um 17 Uhr hält Julia einen Vortrag über ihren Großvater. Am Sonntag um 14 Uhr gibt es dann einen Vortrag über die Südseeinsel Palau, dem wohl wichtigsten Inspirationsort für Max Pechstein. An beiden Tagen gelten verlängerte Öffnungszeiten, am Samstag von 13 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Wie soll der Werdauer Bahnhof künftig genutzt werden? Diese Frage stellen sich viele in der Stadt, seit Jahren schon. Das Gebäude wird schon längst nicht mehr genutzt und ist alles andere als ein attraktives Aushängeschild. Doch die Stadtverwaltung, seit einem anderthalben Jahr Eigentümer des Bahnhofs, ist auf der Suche nach Lösungen. Die Agenda-Gruppe Umwelt und Verkehr sowie Oberbürgermeister Stefan Czarnecki wollen am kommenden Mittwoch im Rathaus verschiedene Ansätze präsentieren. Ziel ist die Schaffung eines attraktiven Verkehrsknotenpunktes. Die Informationsveranstaltung beginnt am Mittwoch 18.30 Uhr im Stadtverordnetensaal des Werdauer Rathauses. Werbung. Herzlich willkommen in der Welt der künstlerischen, formschönen und emotionsweckenden Wohn- und Gartenobjekte, der Geschenke und Präsente, der Welt von Stilvoll. Hier finden Sie einzigartige und besondere Artikel, zeitlos schöne Stücke, an denen Sie über Jahre Freude haben werden. Mit ausgewählten Artikeln namhafter Markenhersteller bleiben keine Wünsche offen. Sie suchen ein ganz spezielles Geschenk? Dann sind Sie bei Stilvoll genau richtig. Kommen Sie, sehen Sie, staunen Sie. Sie finden uns an der Grenze von Zwickau nach Mösen im Gewerbegebiet Lippoldsruh 1. Jetzt zur Osterzeit halten wir ein breites Sortiment an liebevoll ausgewählter Dekoration und Geschenkartikeln genau für diesen Anlass für Sie bereit. Vom kleinen Tischaccessoire bis hin zum großen Blumenarrangement, bei Stilvoll werden auch Sie fündig. Sie suchen nach dem außergewöhnlichen Geschenk für einen lieben Menschen? Dann verschenken Sie Urlaubsgefühl und Entspannung mitten im Herzen von Zwickau. Wellness, Massagen, Sauna und Kosmetik. Sie entscheiden, wir zaubern ein Geschenk daraus. Unser Gutscheinexpress bringt Ihr Geschenk, wohin Sie möchten. Kostenlos und frei Haus. Schon morgen oder zum Wunschtermin bei Ihnen oder dem glücklichen Empfänger. Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Tanz aus der Reihe. Der Citroën DS3. Ultra personalisierbar. Citroën. Kreativtechnologie. Null Anzahlung, 100% fahren. Entdecken Sie die DS-Linie zu attraktiven Monatsraten. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie
nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Erinnern Sie sich noch an Süßes aus Ihrer Kinderzeit? Jetzt ist er wieder da. Fiba, der Nougat- und Marzipanhersteller aus Thüringen. In einer noch nie dagewesenen Vielfalt und altbewährter Qualität. Eine Riesenauswahl finden Sie direkt im Herzen von Zwickau, in der inneren Plauenschen Straße 7. Jetzt zur Frühlingszeit halten wir für Sie ein reichhaltiges Angebot an Osterpräsenten bereit. Wenn Sie möchten, verpacken wir die Geschenke ganz nach Ihren Wünschen. Probieren Sie auch unsere individuell gestalteten Pralinen und Edelschokoladen sowie verschiedene Liköre. Liebe Schwestern und Brüder im Geiste Christi, meine sehr verehrten Damen und Herren in nah und fern. Die Stadt Zwickau lädt Sie ganz herzlich ein, mit uns zu feiern im Jahr 2014 vom 16. bis zum 18. Mai, das Festival der Reformation. An diesen drei Tagen können Sie ein mittelalterliches Markttreiben, Führungen, Vorträge erleben, nahe am Schloss Osterstein, an der Katharinenkirche und im Muldeparadies. Ein besonderer Höhepunkt wird der Festgottesdienst am Sonntagvormittag mit Margot Käßmann sein. Bitte kommen Sie zu uns nach Zwickau und erleben Sie mit uns drei spannende, erlebnisreiche Tage vom 16. bis zum 18. Mai 2014. Besuchen Sie uns. Fiba, der Spezialist in Sachen süße Verführung in Zwickau, Innere Plauensche Straße 7. Auch für den schönsten Tag in Ihrem Leben haben wir tolle Ideen. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Die Ermittlungen zu einem Raubüberfall in Wilkau-Haslau haben eine überraschende Wendung genommen. Demnach ist die Tat durch das Opfer selbst geplant worden. Zusammen mit einem gleichaltrigen Komplizen soll der 27-Jährige den Raub am Montagmorgen vollzogen haben und dann bei der Polizei angezeigt haben. Die vierstellige Beute teilten die beiden Männer unter sich auf. Aufgeflogen war der Schwindel, weil sich das vermeintliche Opfer bei den polizeilichen Vernehmungen zusehends in Widersprüche verstrickte. Der 81-jährige Mann, der am vergangenen Freitag von Passanten im Schwanenteich gefunden wurde, ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das geht aus dem aktuellen Obduktionsbericht der Rechtsmedizin hervor. Eine Straftat schließen die Ermittler damit weiterhin aus. Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache. Aufgrund des Beitrages der Freien Presse vom 15.01.2014 wurde dem Sender unterstellt und damit dem Leser suggeriert, der Landrat würde Einfluss auf das redaktionelle Programm von Television Zwickau nehmen. Dieser gezielte Angriff auf die Unabhängigkeit unserer Berichterstattung veranlasste den Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, den Vorwurf zu untersuchen und am 24.03.2014 dem Sender eine Strafe in Form eines Bußgeldes in Höhe von 15.000 Euro nebst 1.200 Euro Gebühren aufzuerlegen.
Mit der Entscheidung erhielten wir die Auflage, nachfolgenden Text in unserem Programm zu verlesen. Die Television Zwickau GmbH hat in verschiedenen Ausgaben der Sendung Tagaktuell zwischen dem 27.07.2012 und dem 17.01.2014 in der Verbreitung von Beiträgen, zu denen das Landratsamt Zwickau das Thema benannt hatte, gegen das Verbot der Themenplatzierung gemäß § 24 Absatz 1 Sächsisches Privatrundfunkgesetz in Verbindung mit § 7 Absatz 7 Satz 1 Rundfunkstaatsvertrag verstoßen. Die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien als zuständige Aufsichtsbehörde hat diese Verstöße beanstandet. Zitat Ende. Television Zwickau erwägt Widerspruch in der Sache als auch Beschwerde wegen Unangemessenheit der Höhe des Bußgeldes einzulegen. Selbstverständlich werden wir Sie informieren, unter welchen Umständen unser Sender, der nicht durch Gebühren, also auch nicht durch den Rundfunkbeitrag finanziert wird, den Sendebetrieb fortführen kann. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Der Zwickauer Globusmarkt hat heute Vormittag ganz offiziell die Biergartensaison eröffnet. Stilecht mit einer Traditionskutsche der Mauritius-Brauerei und natürlich einem feierlichen Akt, der bei solchen Gelegenheiten nicht fehlen darf, dem Fassbieranstich. Diese verantwortungsvolle Aufgabe hatte André Ebert vom Globus. Unter den wachsamen Augen der Profis, Werner Weinschenk und Gerd Gabler von der Mauritius-Brauerei, holte er mit dem Hammer aus und der Zapfhahn saß beim ersten Schlag. Moment, noch ein kurzer Korrekturschlag und das Bier konnte ausgeschenkt werden. Also es findet jedes Jahr traditionell statt bei uns und ab jetzt ist der Biergarten dann offiziell eröffnet und die Kunden können den ganzen Tag ihre Mahlzeiten zu sich nehmen und Bier trinken und alles Mögliche. Und wann ist der Biergarten so für gewöhnlich geöffnet? Der öffnet früh zum Frühstück schon ab 8 Uhr und ist dann bis in die Abendstunden geöffnet. Die festlich geschmückte Kutsche ist selbstverständlich nur heute beim Globus vorgefahren. Doch das Bier aus Zwickauer Produktion gehört im Globus Biergarten weiterhin dazu. Ja, natürlich ist das unser Partner in dem Fall und aufgrund der Zusammenarbeit mit Mauritius wird natürlich hier auch Mauritius Bier ausgeschenkt für unsere Kunden. Fehlt nur noch ein wenig Sonne, aber es ist ja noch früh im Jahr und bis zum Herbst sind den Besuchern des Biergartens noch viele gemütliche Stunden hier am Globus garantiert. Ab morgen beginnt am Schwanenteich die Bootssaison. Bis Ende April ist der Bootsverleih erst einmal nur an den Wochenenden geöffnet und das jeweils von 13 bis 19 Uhr. Zu Ostern und zu Pfingsten ist bereits ab 10 Uhr geöffnet. Insgesamt stehen 20 Ruderboote, 6 Wassertreter und 3 Tretbootschwäne für den Fahrspaß auf dem Wasser zur Verfügung. Ruderboote gibt es bereits ab 2 Euro und Wassertreter ab 4 Euro für eine halbe Stunde zur Miete. Keinesfalls verpassen sollten Freunde virtuoser und romantischer Klaviermusik das Gastspiel von Menachem Har-Zahav am Sonntag im Robert-Schumann-Haus hier in Zwickau. Um 15 Uhr präsentiert der Meisterpianist in Fortsetzung seines erfolgreichen Perlen der Klavierliteraturprogramms der letzten Saison einen weiteren abwechslungsreichen Querschnitt aus Romantik, Impressionismus und Moderne mit Meisterwerken von Chopin bis Gershwin. Auch in diesem Jahr lädt der Oster- und Frühlingsmarkt wieder in die Innenstadt ein. Vom 14. bis zum 16. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bieten knapp 60 Händler verschiedenste Produkte aus landwirtschaftlicher und gärtnerischen Betrieben, Genuss- und Nahrungsmittel, kunsthandwerkliche Leistungen und Sortimente sowie Waren des täglichen Bedarfs auf dem Hauptmarkt an. Zum bereits 5. Oster- und Frühlingsmarkt liegt der Schwerpunkt des Angebotes auf den österlichen Produkten wie Osterbackwaren, Osterschmuck oder Blumen und Gestecke. Werbung. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben.
Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mit Bus und Bahn entspannt durch Frühling und Sommer. Ausflugstipps für Ostern und den Frühling finden Sie in unserem Freizeitmagazin Entdeckertage. Ab 14. April beim Verkehrsverbund Mittelsachsen und Ihrem Verkehrsunternehmen vor Ort. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Garantiert keine Ausdünstung über Haut und Poren. Telekolumbus präsentiert die superschnelle Doppelflat. Machen Sie jetzt den Sprung zu Internet mit bis zu 128 Megabit und zu unserer supergünstigen Telefonflatrate. Wechseln Sie jetzt zur Zweierkombi. Die Internet- und Telefonflat. Schon ab 19,99 € im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telekolumbus.de oder in Ihrem Telekolumbus-Shop. Telekolumbus. Natur, Action, Spiel und Spaß das ganze Jahr. Erlebt freilaufende Siegerhirsche, Parkbahn, Riesenrad, Wellenflieger sowie Insola, den großen Indoor-Spielplatz und vieles mehr. Wo? Na, im Sonnenlandpark Lichtenau. Direkt an der A4, Abfahrt Chemnitz-Ost. In der Fußball-Regionalliga muss der FSV Zwickau morgen bei der zweiten Mannschaft von Union Berlin antreten. Beim Tabellenvierten erwartet die Westsachsen eine schwere Aufgabe. Die zweite Garnitur der Eisernen hat in der aktuellen Saison bislang die meisten Treffer aller Regionalligisten erzielt. Auch das Hinspiel endete torreich. 5:3 gewann der FSV damals in Eckersbach. Anpfiff im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist um 13.30 Uhr. Die internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen wird auch in diesem Jahr nach Merane kommen. Die Thüringen-Rundfahrt der Frauen findet vom 14. bis zum 20. Juli statt. Und am Samstag, dem 19., kommen die Radsportlerinnen im Rahmen der Etappe rund um Schmölln nach Merane. Dabei ist zur 27. Auflage der Rundfahrt etwas ganz Besonderes geplant. So gibt es in diesem Jahr 2 Bergwertungen an der steilen Wand. Der Samstag beginnt wechselnd bewölkt. Später setzt sich immer mehr die Sonne durch. Gegen Abend kann es vereinzelt regnen. Bei Maximaltemperaturen von 14 Grad weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Hier sind die Wetteraussichten bis Dienstag. Es bleibt wechselhaft mit sonnigen Abschnitten und gelegentlichen Schauern. Am Dienstag gehen die Temperaturen leicht zurück und erreichen nur noch 10 Grad.
Ja, meine Damen und Herren, das war sie, unsere heutige Ausgabe von Tag aktuell. Können Sie sich eigentlich noch an den 13. April 2004 erinnern? Ich schon. Damals hatte ich dann zwei Punkte, nachdem ich auf der A72 unter der Brücke Richtung Wilkau-Haslau gegen den Mindestabstand verstoßen hatte. Warum habe ich das gemacht? Ich musste ganz schnell nach Reinsdorf, denn am 13. April 2004 ging Television Zwickau das erste Mal auf Sendung. Und das feiert wir natürlich. Am Sonntag ist unser ganz offizielles Jubiläum und am Montag blicken wir zurück auf 10 Jahre Television Zwickau, auf 10 Jahre Tag aktuell. Schalten Sie auf jeden Fall ein, es wird unwahrscheinlich interessant und vielleicht auch ein bisschen lustig, wenn Sie Lust haben. Am Wochenende gibt es natürlich noch unseren Wochenrückblick und viele andere interessante Magazine und Beiträge. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da mal reinschauen und wir sehen uns am Montag wieder. Dann in geballter Ladung. Udo Rupp-Kalwis, ich und Kim Wutzler. Bis dahin. Tschüss. Werbung. Television Zwickau.